Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Novus. Heute jetzt ganz schnell diese Folge dann doch wieder allein. Die letzten mit Zinos und ein paar Widern und ein paar Portal Guns, aber nur ein paar. Und die jetzt total spontan allein, weil wenn ihr die seht, dann sitze ich gerade noch in der Prüfung. Deswegen muss ich jetzt gerade irgendwie spontan inspirieren. Nee, nicht inspirieren. Ihr wisst, was ich meine. Bisschen spontan sein einfach. Und deswegen kommt diese Folge, ach, das war Rubberwood, GG, danke dir. Deswegen kommt diese Folge jetzt einfach mal spontan, genau. Was wir heute machen werden, ist das ME-System fertig. Also ich hoffe jedenfalls, dass wir das machen werden. Und was ich jetzt gerade eben mache, wer sich wundert, was das hier darstellen soll, ist, ich mache mir weitere Kisten. Weil ich habe keinen Bock, jetzt mit vollen Kisten zu craften. Was das hier angeht, müssen wir natürlich auch noch bei Klüm etwas hinterlassen. Deswegen ist die eine Kiste da. Die andere ist jetzt das Zeug hier, was wir so übrig haben. Ich habe sogar nochmal ein Herz rausbekommen. Wo auch immer. Hey, das gehört mir, danke. Was hat denn das jetzt an Energie gekostet? Zu wenig, als dass es relevant wäre. Okay, Inventar wieder sauber. Eine Portal Gun kommt mit mir. Ich bin jetzt mal gespannt. Sogar die Farben wurden schon angepasst. Ja, genau. Ich muss jetzt meine Drop-Abkürzung verändern, weil ich die nämlich auf G habe. Und G aber auch gleichzeitig, zack, das ist zum Items anheben, oder? Hör nicht. Mit was hebt man denn dann Items? Doch, G. Okay, also, alles funktioniert. Damit haben wir eine funktionstüchtige Portal Gun, müssen natürlich aber auch dem lieben Zinus-Boy, müssen aber auch dem, wo ist jetzt meine Kiste hin? Ich hatte gerade noch eine Kiste gecraftet, oh Gott, ich hasse es, wenn mein Gehirn so unkonzentriert ist, dass ich einfach so irgendwelche Scheiße mache. Das ist irgendwie, ich bin wahrscheinlich zu abgelenkt, ich habe einfach heute 10 Stunden gelernt. Verzeiht mir das, es ist furchtbar. So, keine Ahnung, wo ich die Kiste hin habe, ich versuche jetzt auch gar nicht die zu finden, ich mache einfach nochmal eine. Wir gehen jetzt rüber zum lieben... Hä, ich hatte doch eine im... Wir gehen jetzt rüber zum lieben Klüm und schenken ihm diese Portal Gun. Dann hat er immerhin was davon. Und dann versuchen wir ganz schnell alles fertig zu bekommen. Ich lasse die Nacht mal da. Vielleicht treffen wir die einen oder andere Enderman. Wäre nämlich ganz geil. Weißt du was, wir können schon mal ein bisschen die Vorteile von so einem von so einer Portal Gun aus genießen. Oh, hier noch eins hin. So. Und dann können wir nämlich ihm hier eine Kiste hinstellen an sein Bett, wo wir draufschreiben: Portal Gun von Skate für Glüm. Nein. Herzchen. Zack. Sehr schön. Damit hat auch Glüm seine Portal Gun bekommen. Und die ist natürlich auch auf ihn personalisiert. Wenn er in den Configs den Namen ändert, natürlich. So. Lol. Okay. Das hat hier super funktioniert. Ach, komm. Verschwindet mal schnell. Sehen wir übrigens irgendwo hier Enderman? Ich nehme mich gerade leider nicht. Ah, jetzt. Gott. Leckt das wieder. Okay. Perfekt. Also, der Teil, der funktioniert tatsächlich. Wir haben eine funktionelle Portal Gun. Die andere ist eine Potato Gun. Die ist jetzt, Steel Leggings. Nein. Die ist jetzt nicht so trivial. Potato Gun. Und zwar ist das diese hier. Und dafür benötigen wir ein bisschen mehr Stuff. Und zwar müssen wir Redstone Torch ist hier so eine Jukebox. Das heißt, man braucht sogar einen Diamant dafür und so weiter. Ich lasse diese mal einfach beiseite liegen, weil es im E-System gerade wichtiger ist. Diese zweite hier wird uns aber noch helfen. Und die ist halt nicht geeicht. Ihr seht, ne? Das sind jetzt die Portale von jemand anderem. Das ist eigentlich ganz lustig. Weil ich damit jetzt irgendeinen Schabernack treiben kann. So. Eins von den beiden Portalen existiert jetzt nicht mehr. Haha, getrollt. Ja, wer keine geeichte oder auf sich geeichte Portal Gun nutzt, ist gerade selber schuld. Wir craften an unserem ME-System weiter. Und dafür benötigen wir zuerst etwas, was im Idealfall sich bereits hier unten befindet. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Oh. Hallo. Du siehst aber sexy aus. So. Gucken wir mal. Was bist du? Ja.
nichts, was ordentlich Schaden austeilt, habe ich das Gefühl, ne? War das da schon? Schade. Okay, ja, wir haben einfach mal so schnell so einen Typ noch gegrillt. Ach, guck mal, da ist unsere Kiste hin. Hey, das ist so verbuggt, ne? Wir haben auf jeden Fall ein Android-Head bekommen und noch mehr Energy-Packs. Okay, von mir aus. Dann verarbeiten wir diese hier jetzt erstmal zu Prozessoren weiter. Sieht man nämlich hier sehr schön im Inscriber mit der Calculation-Logic. Und die habe ich natürlich irgendwo hingepackt. Das hier ist sie. Dann packen wir hier mal schnell die hier so rein. So, und das hier oben drüber. Und dann wird das hier hergestellt. Ich sollte eigentlich hier volle Energie haben. Na ja, genau, passt perfekt. Okay, viele Creeper unter meinem Haus, kein einziger Enderman in Sicht. Finde ich schade, um ehrlich zu sein. Weil Enderman könnte ich gerade aktuell echt noch gebrauchen. Hm, schade. Also, der macht jetzt diese hier. Sobald der durch ist, können wir dann weitermachen. Wir können uns so lange schon mal unser Panel holen, unser Crafting Panel, was wir das letzte Mal gecraftet haben. Ein bisschen Redstone brauchen wir, ein bisschen Silicon. Das ist Silizium, nicht Silikon, wie mich wieder viele berichtet haben. Eigentlich weiß ich das, aber irgendwie spreche ich es trotzdem gefühlt das zweite Mal falsch aus. Und dann brauchen wir noch ein Crafting Table. Das sollten wir gerade eben noch so mit unseren Fake-Holz-Ressourcen hinbekommen. Boah, dieses scheiß Rubberwood, ne? Das kann man aber, glaube ich, brennen, dann kommt ja normales Holz raus. War da nicht irgendein Trick? Wir testen das mal schnell. Bis dahin nutzen wir dieses Holz hier schnell, um ein Crafting-Table herzustellen. So, das kommt daneben und dann brauchen wir nur noch einen Prozessor. Das hier hat soweit funktioniert. Also das, 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 das und das. Und jetzt wird hier ein Prozessor hergestellt. Komm schon, do it. Dankeschön. Können wir eigentlich direkt weiterverarbeiten. Denn leider brauchen wir davon noch ein paar mehr. So, und das können wir jetzt zusammen craften. Das Rezept habe ich sogar noch im Kopf. Das wäre nämlich dieses hier. Und das ist ein Crafting-Terminal. Wow, und das kommt hier hin. Sehr schön, nice. Jetzt brauchen wir nur noch Festplatten. Alles andere ist wirklich bereit. Und da habe ich mich jetzt entschieden, dass ich 5 4K-Festplatten mache. Deswegen habe ich auch noch diese 5 weiteren Sensoren, weil man nämlich für dieses Ding hier jeweils einen braucht. Und 15 von denen hier brauche ich jetzt. Das heißt, wir brauchen 15 Logic-Prozessoren. Und jetzt wird es so langsam nervig, weil ich jedes Mal denselben Schritt hier drin machen muss. Und wir natürlich auch 15 Gold benötigen, ne? Kriegst du nicht mal eben, aber der Trick, zack, kriegst du nicht mal eben hier geschenkt. Nee, nee. Musst dir alles abarbeiten hier. Mehr brauchen wir Gott sei Dank nicht. Jetzt brauchen wir halt nur noch ganz viel Charged Certus Quarz. Das ist das andere, was ich jetzt noch, und zwar 15, 60. 60 Charged Certus Quarz. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal 60 hier raus. Jetzt sieht es langsam, warum das teuer ist. Hallo? Das ist ja auch spannend. Ich sehe die hier nicht. Bin ich dumm? Warum werden die nicht gerendert? Ah, ich weiß warum. Video Settings, Details, nein. Quality, nein. Other, nein. Performance, nein. Bin ich jetzt dumm? Doch, Quality. Hier ist irgendwas auf Off, was sonst an sein müsste. Ich muss es nur finden. Wo war denn der Scheiß? Boah, diese Folge ist wirklich der letzte Müll. Es tut mir leid. Textures animated. Das hier ist es, glaube ich, oder? Auch nicht. Och, come on, ey. Video Settings, Animations, all on. Ist es auch nicht? Oh, jetzt werde ich langsam echt sauer, ey. So, jetzt sehen wir's. Jetzt sind zwar die FPS wieder im Arsch. Oh, gar nicht mal so arg. Aber wenigstens sehe ich, was hier abgeht. Woran sehe ich, wann der geladen ist? Sieht man das überhaupt? Weil hier in dem Moment ist er noch nicht geladen. Der braucht also einen Moment. Ich weiß aber nicht, woran ich das festmachen kann. Hä? Ich verstehe es gar nicht. Leute, Leute, ey, das ist die schlechteste Folge aller Zeiten. Ich bin unvorbereitet. Was geht hier ab, Mann? Du hast doch Energie. Boah. Woran erkenne ich, wann der geladen ist und wann nicht? Du willst mich doch verarschen.
Jetzt mache ich mir bald andere Kristalle. Also das hätte ich mir echt auch anders vorgestellt. Ist das wirklich so eine langweilige Scheißarbeit, wie ich mir das hier gerade vorstelle? Es scheint nämlich so. Ja, jetzt ist er auf einmal geladen. Woran sehe ich das? Habe ich noch irgendwas? Fancy, Maximum, Details, fancy, fancy, fancy. Habe ich irgendwas hier gerade all on? Irgendwas, was dafür sorgen könnte, dass ich einfach keine Animation hier habe? Ich verstehe es nicht. Leider verstehe ich es nicht. Manchmal funktioniert es instant, manchmal auch nicht. Die Animation sieht überall genau gleich aus. Der hier war irgendwie zu früh. Kann ich da vielleicht auch irgendwas dran machen, dass mir den automatisch rauszieht? Wäre irgendwie ganz cool, weil ich gerade dieser Scheiße ein bisschen leid bin. Wir haben ja noch eine Kiste, ne? Gib die mal kurz her. Da haben wir natürlich nicht aufgenommen. Vielleicht können wir hier irgendwas schnell basteln, dass uns die rauszieht. Ja, bräuchten wir jetzt einen Itemfilter. Extract, always active. Insert. Ja, der zieht jetzt raus, aber leider halt auch, wenn sie noch nicht fertig sind, oder doch? Ach, der zieht sie nur aus, wenn sie fertig sind. Geil. Ha! Haben wir mal wieder getrickst. Auf eine sehr komische Art und Weise. Aber wir haben mal wieder getrickst. Jetzt brauche ich nochmal eine Kiste, der die neuen einfügt. Lol, das wird ja doch noch eine lustige Sache hier. Wie gesagt, heute totale Ausnahme. Die Alternative wäre, dass gar keine Folge kommen würde, weil ich jetzt einfach planlos eine Folge mache. Das erste Mal in diesem Projekt, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, was ich mache, sondern einfach mache. Da seht ihr mal, was hier rauskommt. Das hier bitte off. Oh Gott. Geh weg. Hier habe ich gesagt off. Disable. Dankeschön. Nicht, dass hier noch irgendeine Kacke passiert. So. Zack. Insert. Zack. Extract. Always active. So. Und jetzt mach bitte deinen Job. Ja, es funktioniert. Oder? Ja, es funktioniert. Gut, dann kann ich mir ein bisschen mehr Gedanken hier drum machen. Das macht die Sache ja schon mal leichter. Da unten rein, du Missed Boy. Ich ist so ein Rotz, ey. Ich könnte das alles hier automatisieren, aber ich sehe es halt einfach nicht ein. So, zack. Warum fängt der immer oben an und dann kommt unten und dann Mitte? Aus Gründen, ey. So, 4, 5. Passt. Als nächstes kommen 15 aus Gold. Kann ich das automatisieren? Es gibt so einen Advanced Inscriber, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das? Advanced Inscriber. Der ist mir allerdings mit 2 Diamanten leider zu teuer. Dann wird es wohl so aussehen, dass wir die restliche Folge jetzt hier scheiße machen, oder was? Was sind denn das hier? Ich glaube, das waren Logic Brasses, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist das ein Rotz, ey. Ich bin ultra... Das ist wirklich das erste Mal, dass ich hier sitze und einfach der Meinung bin, ich sollte so tun, als wäre diese Folge nicht aufgenommen worden oder sowas. Ich finde das gerade ultra langweilig. Es tut mir leid. Hätte ich es mal im Stream gemacht, hätte ich da mal lieber nicht dieses andere Zeug gemacht. Das wäre spannender gewesen. Wir brauchen 15 halt von diesen Dingern. Deswegen stelle ich auch den ganzen Kram gerade her. Und dann war es das eigentlich auch. Viel mehr Zeug brauchen wir nicht. Wir können schon mal noch mal ein bisschen... Zertusquarz klein machen, damit wir dann, da kommt tatsächlich was raus, damit wir dann später was draus basteln können, kommt hier Holz raus. Was ist das jetzt für ein Unfall? Immerhin kann man das zu Holzkohle weiterverarbeiten. Sehr komisches Holz, was da rauskommt. Gut, hier haben wir unseren Zertusquarz, dann können wir nämlich auch noch gleich mal ein bisschen Cobblestone grinden lassen. Haben wir wahrscheinlich hier hinten drin. Genau. Einfach gerade ein bisschen. Nee, nicht der. Oh Gott, der muss ja auch hier. Oh, Lee. Einfach diese Folge ausschalten und nächstes Mal wieder einschalten. Einverstanden? Ich versuch's gar nicht erst, hier noch großartig was rauszumachen. Das ist ja furchtbar. Was wir gerade machen, um das jetzt zu verstehen, ist monoton denselben Job für unsere Festplatten. Und das ist leider, wenn man es nicht richtig automatisiert, wie diese Seite hier, die ist ganz okay, furchtbar langweilig. Und wenn man dann in Gedanken voll beim Lernen und bei der Uni ist, dann kommt halt so ein Müll raus. Ist übrigens der Grund, warum seit 2 Tagen nur Novus kommt und nichts anderes, weil
da halt genauso derselbe Müll rausgekommen wäre. Jetzt seht ihr mal, was das tatsächlich für ein Druck ist, wenn man nebenher noch studiert und alles, dass man da nicht noch bei verkackt. Ja, ist schon keine Selbstverständlichkeit, wa? Was wir jetzt aber gerade machen, und das ist der positive Teil, wir kommen dennoch voran. Das heißt, ich hoffe, dass wir in dieser Folge es dann dennoch schaffen werden, dass ihr Zeug fertig ist. Und das sieht gut aus, aktuell. Und sobald wir die Festplatten haben, können wir alles reinschmeißen und dann haben wir erstmal keine Probleme mehr. Ich hoffe, dass 5 reichen. Also, aber sollte eigentlich. Ich hoffe, dass das Glas reicht und so weiter. Also, wird noch ein bisschen lustig, weil wir brauchen natürlich sowohl für diese hier Quarzglas, als auch für die anderen dann. Und Quarzglas ist nicht so einfach herzustellen. Und deswegen mache ich mir hier gerade ganz viel Sand. Was übrigens sau langsam geht. Kannst du mal ein bisschen schneller machen, bitte? Ist ja heftig, wie lahm der ist. Also da mache ich die Hälfte vom... Ich mache schnell noch mehr Cobblestone woanders rein. Zack, wir machen nämlich nochmal oben hier einen Crusher. Das ist ein Furnace, das ist ein Crusher hier nochmal rein. Damit hier mal irgendwas passiert. Das ist ja ultra langsam. So. Wie sieht's hier aus? Hier hauen wir nochmal ein bisschen Gold rein. Ich hoffe, dass wir es das in den nächsten 4 Minuten schaffen. Also so ewig brauchen wir nicht mehr. Ich werde die Folge dennoch überziehen, weil ich definitiv in keiner weiteren Folge mich damit beschäftigen möchte. Ach ja. Passiert eben auch mal, muss auch mal sein. Ich gebe mir echt unglaublich viel Mühe für die Novus-Folgen. Das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Weil ich einfach versuche, hier wirklich euch was zu liefern, was cool ist. Ich mache dabei vieles allein so. Ich habe kein Team, sag ich mal, das mir in irgendeiner Weise weiterhelfen würde. Deswegen, ja, ich versuche einfach das Beste draus zu machen, wa? So, und jetzt haben wir genau dasselbe. Ich reihe mir das jetzt hier richtig ein, sodass ich einfach immer nur den hier machen muss. Und dass dann ein Prozessor rauskommt. Warum ist der so langsam? Das ist halt echt traurig, so wie langsam der eigentlich ist. Der hier macht Gravel. Interessant, der eine macht Gravel, der andere macht, okay, dann können wir den leider nicht gebrauchen. Ist aber eine hübsche Möglichkeit, weil man kann nämlich aus Gravel dann Flint und dann ist ja saulustig. War mir nicht bewusst. Spannend, okay. Ja. Mach's mal ein bisschen schneller hier, wa? Aber immerhin ein bisschen Glas haben wir schon. So, und jetzt sieht es so aus, dass wir jetzt immer wieder diese Bewegung hier machen. Weil ich es nicht automatisieren will. Vielleicht wäre Automatisation schneller. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Charge Status Quartz 60 am Start. Und so wie das aussieht, haben wir immer noch so viel Energie-Input hier in dieses System, dass wir tatsächlich das gar nicht so schnell rausbekommen, wie wir es reinbekommen. Das ist sehr schön. So. Hier, diesen Move immer wieder und als erstes werden wir jetzt für diese 4K-Platten, also erstmal gleich ganz viel Quarzglas noch machen müssen, aber jetzt machen wir erstmal 15 von denen hier. Dafür brauche ich nämlich diese Prozessoren, das heißt, ich kann schon mal Redstone suchen gehen. Jetzt kommt es noch, dass ich kein Redstone habe, warte. Haben wir. So, das sind jetzt 16 und hier geht es natürlich auch munter weiter. So, das heißt, wir können ja schon mal gleich die 1K Storage Cells machen. Da kommen nämlich inzwischen drin jetzt die hier. Ich kann das gerne nochmal zeigen. Zack, zack und zack. Und die Charged-Dinger hier werden verteilt. So nämlich. Auch cool. So, zack, zack, zack. Die können wir schon mal rausnehmen. Und hier in die Mitte reinlegen und dann seht ihr, dass da 1K Storage Cells rauskommt. Und dann muss man das später dann verarbeiten, indem man hier nochmal ganz viel Redstone dazu macht. Calculation-Prozessoren, die wir deswegen können wir genau 5 Festplatten machen. Und dann brauchen wir nochmal Quarzglas. Und deswegen nehme ich jetzt einfach schon mal das erste Glas, das ich habe. Und gucke einfach mal, wie viel Quarzglas ich hier rausbekommen kann. Gucken wir einfach mal schnell. Das wird nicht reichen. Da müssen wir nochmal mehr Certus Quarz klein machen. Ihr seht schon, das ist keine triviale Aufgabe. Das ist tatsächlich nicht ganz billig und braucht schon einiges an Ressourcen, um hier mal so locker easy so ein ME-System zum Laufen zu bekommen, ne? Bin ich auch jedes Mal aufs Neue überrascht. Eigentlich das ME-System an sich ist easy, aber die Festplatten, kannst du da ein Leben lang dran sitzen und die werden nicht fertig werden. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber wir haben schon mal, also das ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Das können wir nochmal hier klein schmelzen, dass uns das Glas nicht zu Neige geht. Zack, zack, zack. Sieht man übrigens auch ganz schön die Animation, wie das zusammengepresst wird. Zack, da hat man es sehr schön gesehen. Zack, zack, zack. genau.
Hier haben wir 14. Das können wir nochmal zu weiterem Glas verwandeln. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viel ich brauche und Stuff und sowieso. Ich mache einfach. 24 ist sicherlich schon mal ein Anfang. Okay, so langsam widmen, gehen wir auch hier gegen Ende, Gott sei Dank. Können wir noch 4 weitere. Jetzt haben wir schon 8 von den Festplatten. So, das wird trotzdem noch zu Glas. Das ist kein Problem. Ja, komm schon. Jetzt überziehe ich die Folge ab sofort. Aber ich mache es trotzdem noch fertig. Ich kann auch einfach hier stehen bleiben. Noch 4 Stück, dann sind wir durch. Dann kann ich easy einmal durchcraften und dann passt das Ganze. Zack, zack, zack. Oh Mann, Leute. Ihr könnt ja aber trotzdem eure Meinung da lassen, auch wenn es manchmal solche Folgen gibt, die halt wirklich mir voll gegen den Strich gehen. Ob ihr das trotzdem irgendwie cool fändet, weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen, in Craft Attack zum Beispiel, wäre das sowas, was ich einfach gar nicht erst aufgenommen hätte. Oder im Zeitraffer oder so. Aber wir haben uns halt für Novus gezielt dagegen entschieden, auch wenn es durchaus Bedenken gab und auch zu Recht, weil es einfach einfacher ist, sonst das Projekt auszuloten quasi. Und das wollten wir ein bisschen vermeiden. Naja. Ob es am Schluss die bessere Idee war, weiß man nicht. So, hier haben wir die 4K Storage und jetzt müssen wir nur noch Eisen im Inventar haben. Kein Problem für uns. Haben wir nämlich hier drüben ganz viel davon. So, und ich denke, jetzt haben wir tatsächlich alles da, was wir benötigen. Und da sind die Festplatten, Alter. Finally. Und jetzt ist das System auch bereit. Jetzt kann ich dieses Eisen hier reinlegen. Oh mein Gott. Und jetzt sehen wir, dass hier gerade schon Items drin gespeichert wurden. Wir haben es geschafft. Leute, ne? Das war eine Folge. Also ich glaube tatsächlich, dass die Folgen die restliche Woche irgendwie kurz sein müssen, weil ich sonst noch überziehe, weil ich auch den Stream irgendwie 1,5 Stunden lang gemacht habe oder so. Ich möchte jetzt nur noch schnell zum Ende, zum Triumph, mal schnell meine ganzen Erze da reinballern, weil von dem Zeug werde ich halt am allermeisten haben. Das heißt, es ist gut, wenn ich das jetzt schon mal... Das heißt, es sind alles 4K-Festplatten, das ist eigentlich egal. Ich möchte einfach nur den Triumph haben, den hier zu machen und den hier zu machen. Und den hier zu machen, das ist halt einfach, oh, herrlich. Jetzt können wir noch Sort by Number of Items und Search for Synchronization Auto. Jetzt kann ich hier 4K. Jetzt kann ich, stopp, jetzt kann ich hier 4K. Genau, und da haben wir es auch. Standard, 4K. Genau, jetzt ergibt es sich bei beidem. Sehr schön, liebe Leute. Finally. Jetzt kann ich nämlich auch wirklich alle Truhen ausräumen und halt wirklich den hier machen, den hier machen. Ich mache das jetzt noch schnell. So viel Luxus sei mir am Ende der Folge gegönnt. Auch wenn das schon wieder eine 22-Minuten-Folge ist, ist mir egal. Einfach alles dumpf reindampen und nie wieder. Oh Gott, ey. Das war jetzt am Schluss nochmal eine schwere Geburt. Man könnte auch sagen, die letzte Prüfung. Da seht ihr schon, wie die jetzt... Wie sieht es eigentlich gerade hier drin aus? Oh ja, die Ersten werden hier gerade schon echt gefordert. Der hat zum Beispiel alle seine Item-Types schon verbraucht und geht jetzt gerade auf die Speicherhaltung drauf. Aber das ist alles noch im Rahmen. Wie gesagt, ich möchte gerade einfach kurz alle Truhen leer haben. Hoffentlich laufen meine Festplatten nicht über, weil das ja schon etliche Item-Types sind, die ich jetzt hier gerade reinballer. Die zweite Festplatte hat keine Item-Types mehr zur Verfügung, alles klar. Aber Speicherplatz haben sie noch. Deswegen habe ich nämlich 4K-Platten gemacht. Weil ansonsten wäre bei manchen auch schon der Dinger hier zur Neige gewesen. Dass man wieder diese Leertaste-Klick-Shortcut-Geschichte so geil. So, und das hier. Okay, und jetzt noch die Truhe haben wir schon. Die Truhe noch ganz schnell. Das muss jetzt so viel Satisfaction muss am Schluss der Folge sein, dass ich diese Truhen losbekomme, ey. Wie sieht's aus? Dritte Festplatte ist inzwischen voll von Item-Typen. Okay. Die wird gleich Spaß haben. Da kommt ja noch mehr. Ein bisschen Platz nach oben brauche ich natürlich noch. Aber ich hatte halt nicht mehr davon. Deswegen musste das gerade so reichen. Ich glaube aber, viel mehr Item-Types kommen jetzt nicht dazu. Also sollte es locker reichen, der Speicherplatz. Ja, genau. Hier noch einmal. Ja, das könnte echt noch knapp werden. Aber bis jetzt hält sich's sehr gut. So, 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 so. Also, ich denke, wir haben alle Truhen geleert. Ich gehe mal schnell auf normal.
und baue die Kisten ab. Und dann haben wir tatsächlich hier final endlich das fertig gebaut, ey. Meine Güte. Das war jetzt am Schluss nochmal ein kleiner Kampf, das so hinzubekommen, dass das doch noch irgendwie passt. Diese Folge, wie gesagt, mal wieder viel zu lang. Das hier mache ich jetzt, oder soll ich das da lassen? Aktuell ist hier eh noch ein Chaos, also ist es egal. So, Kisten rein. Einmal hier reingeguckt. Item Types. Oh, auch voll mit Item Types. Oh, krass. Tatsächlich, das hätte ich anders gedacht. Aber hier sieht man, dass es gut war, 4K-Festplatten zu nehmen. Eigentlich sieht man das sogar überall. 1K-Festplatten hätten mir nicht gereicht an der Stelle. Hier sieht man aber, dass ich momentan nur noch 50 weitere Item Types hier drin habe. Das heißt, ich muss in meinem nächsten Livestream nochmal 4K-Festplatten herstellen. Aber das sieht schon geil aus. Also, vor allem, weil wir hier auch Crafting drin haben und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Wir haben jetzt schon fast 1000 Eisen. Haha. Nice, Leute, nice. Okay, das gibt mir Hoffnung, dass wir in Zukunft wieder richtig coole Sachen hier machen können. Da ist noch ein Enderman. So viel Zeit am Ende der Folge muss sein. Aber Enderman ist da drüben. Es sind sogar zwei Enderman. Was auch immer hier gerade passiert ist, wir haben auf jeden Fall eine Enderperle dabei rumbekommen. Okay, meine Damen und Herren, das war das Ende der Folge. Eine sehr eigenartige Folge. und hoffentlich die letzte diese Woche, die ich überzogen habe, weil ich habe jetzt definitiv kein Aufnahmekontingent außer die 20 Minuten täglich mehr übrig. Ist aber kein Problem, die nächsten zwei Folgen werden einfach ein bisschen kürzer und knackiger. Und mit diesen Worten disconnecte ich dann doch endlich mal vom Server und sage Dankeschön fürs Zusehen. Wer bis hierhin dran geblieben ist, Respekt. Und in Zukunft wird es wieder richtig geil. Als nächstes machen wir Stahlsysteme und Erzvervierfachung und Diamantengenerierung und Enderperlengenerierung und so ein geiler Scheiß. Es wird jetzt wieder richtig spannend. Nur die heutige Folge war halt objektiv gesehen für einen Mülleimer. Macht's gut, meine Damen und Herren. Ab morgen geht's hoffentlich wieder richtig los, wenn diese Scheißklausur rum ist. Bis dahin und tschüss.